jetzt. Oh, sie haben mich gebissen. Nehmen Sie die Tiere weg. Ja, Frau Doktor. Herr Professor. Pfeiffer, sind Sie das, der das so falsch singt? Vielleicht kommen Sie mal vor. Singen Sie mal diesen Ton. Was ist das für ein Ton, bitte? Ein A. Aha, ein A. A. Nein, das ist zu tief. Hören Sie doch mal zu. A. A. Nein, Pfeiffer, jetzt ist es wieder zu hoch. Mehr in der Mitte, dazwischen. Das ist ja merkwürdig. Sie sind ja noch im Stimmbruch. Ich bin in vielem sehr zurück. Das liegt an meiner Tante. Die lässt mich nämlich nicht. Das gehört nicht hierher, außerdem sind Sie unmusikalisch. Das tut mir leid. Sie können gehen, vom Gesang sind Sie befreit. So. Sie haben 2 Stunden Zeit, über eines der Themen nachzudenken. Herr Hasemann, ich glaube, die Themen haben sich verlaufen. Sabotage, hä? Was sagte der Kaiser, als Brutus ihn erstach? Meier! Auch du, mein Sohn Brutus. Wer war das? Welcher Fegel erlaubt sich, bei Cäsars Worten zu bellen? Bernhardiner, Herr Professor, ein Dackel kann ich auch. Und wer ist das? His Master's Voice. Wer fehlt heute? Müller, Herr Professor. Aha, Müller. Komm sofort aus dem Schrank. Müller, hör mir mal genau zu. Müller, ich lasse dich nicht eher aus dem Schrank, bist du. Müller! Müller! Bienchen, und draußen machst du nie. Immer bitte Licht machen. Sieht ein unverschämtes etwas! Ruhe! Und ich komme wie ein Sturmwind über euch! Good morning. Good morning. Sit down. Who was absent? Es fehlen Pelzig und Fuchs. Wer fehlt noch? Der Apfel. Welcher Apfel? Der Apfel fällt, und zwar nicht weit vom Stamm. Deutsches Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert.